Und in Berlin bin ich jetzt zum Gespräch verbunden und freue mich, dass er sich Zeit nimmt mit Fabio Di Marsi. Er ist ehemaliger Abgeordneter des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages und jetzt freischaffender Autor und ich glaube nach eigener Aussage Finanzdetektiv, wenn ich es richtig gelesen habe, Herr Di Marsi. Wenn es etwas zur Untersuchung gab im Finanzgeschehen international, dann waren Sie mit dabei, kann man so sagen. Das muss ich einführend, glaube ich, ergänzen. Panama Papers, LuxLeaks, aber auch Wirecard, da haben Sie mitgewirkt. Insofern sind Sie jetzt der richtige Mann, um das jetzt zu beurteilen, was wir uns vornehmen. Cum-Ex, ich glaube, wir müssen ganz generell beginnen. Cum-Ex ist ja sowas wie die Lizenz zum Gelddrucken gewesen. 1999 macht der Bundesfinanzhof einen relativ kapitalen Fehler, einen sehr teuren Fehler und spricht eine Einladung an Finanzhaie aus. Wie ist das ganz konkret abgelaufen, wenn man das in wenigen Sätzen skizzieren soll? Nun, Cum-Ex, das sind Aktiendeals, bei denen Investoren Aktien rund um den Dividendenstichtag, also dann, wenn die Gewinnbeteiligung an die Aktionäre ausgezahlt wird, herumschieben, sodass der Staat nicht mehr weiß, wer der eigentliche Eigentümer ist. Und die lassen sich dann mehrfach Kapitalertragssteuern erstatten, die sie nicht gezahlt oder nur einmal gezahlt haben. Das können Sie sich so vorstellen, wie wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe, eine Bierflasche abgebe, den Pfandbon nehme, auf den Kopierer lege und meine Freunde zur Supermarktkasse schicke, um abzukassieren, mit dem Unterschied, dass es nicht um Flaschenpfand, sondern um Milliarden geht. Es gibt Schätzungen, die sprechen von einem zweistelligen Milliardenbetrag. Das Ganze sozusagen hat ja fast zwei Jahrzehnte gedauert, bis es sozusagen ernsthafte Versuche gab, auch das zu stoppen. Mittlerweile gibt es Entscheidungen vom Bundesgerichtshof, vom Bundesfinanzhof, dass diese Praxis illegal ist. Aber trotzdem, warum hat diesen Zauber erst so spät jemand gestoppt? Nun, es gab auch erheblichen Einfluss der Bankenlobby. Es gab zum Beispiel ein Schreiben der Bankenlobby, das auch gerichtet wurde an die Bundesregierung, wo sie im Kern auf die Gesetzeslücke, die sie damals so gesehen haben, der Bundesgerichtshof sagt, es gab keine Lücke, das war schon immer illegal, wo sie darauf verwiesen haben. Und dann haben sie gleich einen Lösungsvorschlag angeboten, der aber im Kern das Ganze hat weiterlaufen lassen. Und das hat die Regierung so eins zu eins übernommen. Und das zeigt, man sollte eben nicht die Brandstifter zur Feuerwehr machen und Lobbyisten direkt Gesetze schreiben lassen. Das heißt, wir reden hier in gewisser Weise auch über ein Systemversagen. Aber dieses Systemversagen hat durchaus verschiedene Akteure. Es waren ja in diesem ganzen Zeitraum durchaus verschiedene Finanzminister, wenn wir sie mal aufzählen, von Eichel über Steinbrück, Schäuble, Scholz. Da waren ja durchaus unterschiedliche in charge. Kommen wir mal zu Olaf Scholz, der vor seiner Kanzlerschaft Finanzminister war und davor erster Bürgermeister von Hamburg. Welche Belege gibt es bisher auch aus Ihrer Betrachtung für ein Fehlverhalten seinerseits? Nun, es ist so, dass das Finanzamt in Hamburg damals im Jahr 2016 47 Millionen Euro Tatbeute der Warburg Bank zurückfordern wollte, auch ein umfangreiches Gutachten erstellt hat, sich auf neuere Rechtsprechung des Finanzgerichts Hessen berufen hat. Auch die Betriebsprüfer der Warburg Bank vom Finanzamt, die wollten diese Tatbeute einziehen. Und eine Finanzbeamtin, Daniela P., gegen die nun auch ermittelt wird, die soll Herrn Olearius, einem der Miteigentümer der Warburg Bank, ausgerichtet haben, es könne jetzt nur noch die Politik helfen. Kurz darauf gab es ein Treffen von Herrn Olearius mit Alfons Pawelczyk und Johannes Kahrs, dem früheren SPD-Bundestagsabgeordneten. Und die haben dann einen Kontakt zu Herrn Scholz hergestellt. Herr Kahrs sollte Herrn Scholz vorbereiten auf das Treffen. Und dann gab es drei Treffen von Herrn Scholz mit Herrn Olearius. Und das ist schon bemerkenswert, weil Herr Scholz hat selbst gesagt, er verstehe gar nicht, wie man auf die Idee hätte kommen können, dass Cum-Ex jemals legal gewesen sei. Warum trifft er sich dann mit einem Beschuldigten in einem Ermittlungsverfahren dreimal und hat danach Erinnerungslücken, verweigert Antworten im Parlament bzw. offenbart die Treffen nicht, trotz mehrfacher Nachfragen. Ja. Und dann kommt hinzu, dass er zum Telefonhörer gegriffen hat. Er hat Herrn Olearius angerufen und ihn gebeten, ein Schreiben, das bereits im Finanzamt vorlag, an den damaligen Finanzsenator Peter Tschentscher zu geben. Und dieses Schreiben ist dann in die Finanzverwaltung mit den Anmerkungen des Finanzsenators heruntergewandert. Kurz darauf kippte die Entscheidung. Die Finanzbeamtin wurde einbestellt in die Finanzbehörde, das Hamburger Finanzministerium, und revidierte ihre Entscheidung. Von daher ist die Indizienkette doch sehr dicht. Tatsächlich ist es sozusagen immer die Frage dann eines Nachweises. Sie sprechen von der Indizienkette. Insofern, wenn wir noch abschließend eine Einschätzung treffen müssten, wie eng es noch werden kann. Also es sind jetzt der E-Mail-Verkehr durchsucht worden, auch der E-Mail-Verkehr der Büroleiterin. Es gibt diese differenten Aussagen offenbar in einem geheimen Protokoll des Finanzausschusses bei einer Sitzung, bei der Sie auch zugegen waren, wenn ich es richtig weiß. Und es gibt sozusagen jetzt die Differenz zwischen dem, was eingeräumt wird und dem, was möglicherweise belegbar ist. Wie eng kann es werden?
Es kann sehr eng werden, insbesondere da ja hier die Ermittler am Zug sind, es jetzt auch Strafprozesse gibt, wo auch Herr Olearius vielleicht sich überlegt, ob er auspackt, wenn ihm eben bis zu 10 Jahre Haft drohen. Es ist so, dass ich bei allen 3 Sitzungen im Bundestag anwesend war. Ich habe diese auch selbst beantragt. Ich darf über die geheime Sitzung nicht sprechen, aber in den Medien stand, dass dort auf einmal konkrete Erinnerungen von Herrn Scholz da waren. Und bei einer weiteren, bei einer 3. Sitzung hat er dann gesagt, er habe keine konkreten Erinnerungen an diese Treffen. Insofern hat er sich dort in Widersprüche verwickelt, die sind evident. Und Herr Scholz hat selbst gesagt, dass die Weiterleitung eines Schreibens an die Warburg Bank, die sei durch ihn nicht erfolgt in die Finanzverwaltung, weil das als politischer Einfluss hätte interpretiert werden können. Genau das hat sein Finanzsenator Tschentscher aber nachweislich gemacht. Insofern ist für mich belegt, Herr Scholz hat die Unwahrheit im Bundestag gesagt und es wurde Einfluss genommen auf das Steuerverfahren. Danke für Ihre klare Position hier heute im Phoenix-Gespräch. Das war Fabio Di Masi, Autor und ehemaliger Abgeordneter der Linken im Deutschen Bundestag und im Europäischen Parlament. Herzlichen Dank. Ich habe zu danken.